Hallo Mitspieler, mein Name ist Stalu Riot und ich begrüße euch zur 238. Episode dieses Empyreon Galactic Survival Let's Plays. Ja, ich bin hier auf meinem eigenen Server unterwegs und schaue mir Dinge an, die von den Spielern hier gebaut wurden. Es waren mittlerweile über 200 Leute hier auf diesem Server und haben einen Haufen Basen und Schiffe gebaut. Und ich habe alle Hände voll zu tun, das auch dementsprechend zu zeigen und zu würdigen. Im Moment sind wir auf dem Planeten Ningguis, welcher sich hier befindet. Es ist ein Eisplanet und wir sind in der Basis vom Shinnok. So, haben schon einige gesehen. Hier habe ich gerade eben keine Päuschen gemacht. Machen wir einfach weiter. So, ich nehme an, wir sind jetzt hier über dem Garten. Das ist hier mit diesem Glasboden. Eben im Garten war es eine Glasdecke. Jetzt haben wir hier einen Glasboden mit einem Gang rundherum. So, müssen wir den jetzt ablatschen? Sind da Türen irgendwie? Oder Aufzüge? Ich nehme an, nicht. Nee, das können wir uns sparen. Da müssen wir nicht lang marschieren. Okay. Weiter geht's. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, Generatoren und Tanks. Okay. Alle schön miteinander verbunden. Nice. Hier werden auch die Tanks ein bisschen mit Luft gespeist. Das geht alles über ein Rohr. Gar kein Problem. Jedenfalls nicht in diesem Universum. Okay, die Seite haben wir dann komplett gefilzt. Hier haben wir alles gesehen. Dann gehen wir hier weiter. Ich befürchte, dass wir hier wieder in den Eingangsraum kommen. Sei denn, ich hab hier vielleicht noch einen Abzweig. Nee. Dann sind wir mit der Basis praktisch durch. Ja. Was mir aber fehlt, ist so Konstrukturen und so was alles. Oder. Moment. Ich hab mal einen Admin angemacht. Wir gucken mal ein bisschen, ob wir hier eventuell an irgendwas vorbei marschiert sind. Kommt ja auch immer mal wieder vor. Nee, scheint nicht so. Ich weiß, ist ein bisschen schummeln. Aber irgendwas ist ja immer. Oh, nee, scheint mir so, als wenn wir eigentlich alles soweit gesehen haben. Habt doch mal einen Berg von innen gesehen. Sieht man ja auch nicht so häufig. Gut, dann können wir wieder hier. Hier ist der Eingang. Machen wir atmen wieder aus. Oh, Helmchen. Okay, setzen wir auf. Überredet. Ersticken wollen wir nicht. Der Flo steht hier. Und das große Schiff, bin ich der Meinung, haben wir schon mal gesehen. Fliegen wir trotzdem mal rüber. Schauen wir mal. Ein bisschen Feeling wie zu Hause. Hier steht ja ein Transporter. Eins meiner Lieblingsschiffe, komischerweise. Scheint die Standardausführung zu sein. Nicht modifiziert, also das Teil kriegt ihr auch direkt mit dem Spiel. Ja. Ist wohl mehr oder weniger Standard. Nice. Wobei ich nicht weiß, ist Standard jetzt schon der Kern drin? Man weiß es nicht. So, das große lange Ding, in dem wir drinstehen, ist vom Luke. Große Traumschiff. Leute, denkt dran, bitte Namen vergeben. Wäre sehr toll, weil irgendwann gibt es mal ein Problem, ein Schiff ist weg oder irgendwie sowas, dann lässt sich das leichter suchen, wenn wir einen Namen haben, einen konkreten Namen für ein Schiff, als großes Raumschiff GR. Weil so heißen eine ganze Menge Schiffe. Nur mal so. Oh. Also wie gesagt, mir kommt das Schiff enorm bekannt vor. Ja, hier mit dieser Platte. Wohl. So, dass hier oben Glas war, dass hier irgendwie noch eine Glasplatte irgendwie war. Kommen wir hier rauf? Schaffen wir das? Ja, haben wir geschafft. Hier oben kleine Wohnsektion. Das haben wir schon mal gesehen, ja. Hier mit dieser Textur von Aufzug zu Aufzug. Das kennen wir schon. Badezimmer. Ging's hier raus? Also? Ich glaube ja. Ja, hier ging es dann raus. Ja, das Schiff haben wir schon ein paar Mal unter die Lupe genommen. Okay, Zeit ist kostbar. Die 8.0 steht vor der Tür. Oh, fuck. Komm ich jetzt hier hoch? Oh, schnell warten, bis der Zug voll ist. Ja, hier kommen wir hoch.
Weil dann ziehen wir nämlich auch gleich weiter. Weil ich würde nämlich ganz gerne, wenn die 8.0 da ist, würde ich ganz gerne hier mit fertig sein. Das heißt, das, was hier alles gebaut wurde, hätte ich dann gerne gezeigt. So, hier sind noch zwei Markierungen, die ich gerne rausnehmen möchte. Klicken wir mal ein bisschen wild rum. Das Schiff schmiert ab im Hintergrund. Gerade ausrichten, O gedrückt halten. So, großes Raumschiff. Waren wir gerade. Basis waren wir gerade. Alles weg. Bleiben noch zwei Sachen. Ein Bodengleiter und Volley's Home. Oder Volley. Das ist die Basis. Ne, das ist der Bodengleiter. Bodengleiter praktisch südwestlich von uns. In diese Richtung. Achso, der war ja hier im Berg irgendwie. Hatten wir ja gesehen. Oder am Berg. Oh, wir haben immer noch krassestes Ruckeln. Was ist neu? Hatte ich schon mal erwähnt? Hatte ich in der letzten Aufnahmesession nicht. So, was könnte hier sein? Ah, hier. Ah, kick mal hier. Noch ein kleiner Unterschlupf. Warum wird mir denn als Basis nicht angezeigt? Wir stellen uns hier einfach mal durch hin. Little Bird. Kleiner Vogel. Kennen wir den so? Nee, ich glaube, den haben wir so noch nicht gesehen. Die Texte mache ich mal weg, die irritieren bloß. Oh, hier gibt es einen Zugriff. Ja, Leute, und ganz wichtig, wenn ihr auf meinem Server spielt, ihr stellt als Fraktion die DLR ein, in die ihr natürlich auch eintreten müsst. GMIV machen wir mal an, dann komme ich an alle dran. Steige einfach mal ein, weil es langsam kalt wird. Urheber Irindar oder Irindar, Little Bird. So, zack, hier, ganz wichtig, DLR. Weil die ganzen anderen Ingenieure, die hier auf dem Server rumspielen, schauen sich auch gerne Sachen an. Ja. Ich meine, gut, bei so einem kleinen Schiff, wo es an und für sich reicht, sich es von außen anzusehen, da kann man schon mal ein Auge zudrücken. Aber generell, denkt mal dran, bitte A, Namen vergeben, dass das eindeutige Namen sind, und B, Fraktionseinstellung. So, und was ist hier? Warum ist die Basis? Hatte ich... Ach so, die Basis hatte ich an sich hier mit einem Fähnchen. Okay. Ist in Ordnung. Da muss ich mal kurz mich an der Nase kratzen. Den Admin mal wieder aus. Dann gehen wir mal rein. Klopfen mal an. Oh, hier ist dunkel. Wie sieht's aus? Strom. Scheint keiner da zu sein. Ja, Büchse ist leer. Zack, Shift gedrückt halten, anklicken, dann wandert das automatisch hier in das Gefäß, was hier nicht gezeigt wird. Könnte ja auch ein Container oder irgendwie sowas sein. So. Jetzt haben wir auch Licht. Oh, ist ja auch schön. Hier, runde Ecken in schwarz-gelb gehalten. Dortmund-Fan, eventuell. So, ein Bohrer. Ein bisschen eckig, aber ein Bohrer muss auch nicht schön sein. Ein Bohrer muss bohren. Und haben wir hier einen Eigenbau? Oh, bei wem sind wir denn eigentlich gerade? Da könnte man ja auch mal in Erfahrung bringen. Beim Irindar. Okay. Dann war das Ding da draußen auch ein Eigenbau. Sehr schön. Freut mich. Eigenbau, immer toll. So, das Teil ist auch gesperrt. Da müssen wir den Admin wieder anmachen. Einfach G drücken, wenn man ihn schon mal anhat auf demselben Playfield. Mit F einsteigen. Mit P können wir dann nachschauen. Es wird auf DLR gestellt und es ist auch ein Eigenbau. Ohne Namen. Name vergeben, bitte. Achso, Admin ist an. Da schauen wir durch die Decke. Admin wieder mit G ausmachen. So. Ah, schon ein kleiner übersichtlicher Raum. Ein kleiner rostiger Raum, sozusagen. Garten. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Ja, alles, was man so braucht für das tägliche Empyreon-Gespiele, Konstruktoren, Tanks, Kisten. Hier noch eine kleinere Anlage, größerer Stauraum, noch mehr Konstruktoren. Und das war schon eine kleine praktische Anlage, oder? Ne, hier jetzt noch ein bisschen weiter. Oh, Keller. Okay, dann gehen wir mal runter. Oh, hier steht die Schmelze sozusagen. Und das war dann auch schon. Ja, kleine, feine Anlage. Warum nicht? Muss nicht immer ein Riesenpalast sein? Reicht doch, wenn man sich so ein kleines Domizil zusammenbastelt.
Nice. Strom mache ich wieder aus. Tür mache ich auch gerne wieder zu. Ja, dann hocke ich mich hier in meine Büchse rein. Werde die Markierung wegnehmen. Diese hier. Und dann haben wir noch eine Sache auf diesem Planeten. Und zwar Fully's Home. Könnte das sein? Sehe ich jetzt so nicht. Müssen wir hier ins Radar gucken. Mit F6 können wir die Texte wieder anstellen. 2,6 Kilometer in diese Richtung. Na gut. Dann fliegen wir nochmal hin. Texte können wir ausmachen. Wir haben ja oben rechts in der Ecke, da seht ihr den Punkt, den Helm, auf dem wir uns zu bewegen. Gut, und wenn die Gemeinschaft jetzt schreit, ey, Dalo, das ist ja grün. Ich bin farbenblind. Also der kleine Punkt, der oben ganz im Norden sozusagen, beziehungsweise jetzt da oben Osten ist, fast Osten ist, da fliegen wir jetzt hin. Ja, ein bisschen karg, aber ist auch nur ein Eisplanet. Aber auch auf dem Eisplanet können mehr Bäume stehen. Von der Sache her. Mehr Steine, mehr Klamotten, irgendwie. Optisch ist ja nicht ganz so viel los. Aber das wird sich ja möglicherweise mit 8.0 auch ändern. Man weiß jetzt nicht. Oh, da vorne scheint schon mal zu sein. Und da ist auch was, das ist aber ein POI. Das hier scheint es zu sein, oder? Anscheinend, ja. Auch eine kleinere Anlage und ein paar Nachbarn hier sozusagen, okay. Aber scheint ja gut verteidigt zu sein, die Geschichte hier. Oh, eine Landeplattform sehe ich nicht, das heißt, ich gehe hier einfach runter. Zack. Reicht uns ja auch. So, das hier ist das Standardschiff. Das kriegen wir auch mit dem Spiel sozusagen, aber ein bisschen umgebaut. Ein bisschen mehr Bum-Bum dran. Hier die Beine sind neu. Die Lampen hier vorne sind neu. Als Beleuchtung. Genau. Aber trotzdem, geiles Schiff. Also so generell, finde ich, ist ein schönes Konzept. Wie auch immer. Und hier, um uns diese Basis anzusehen. Irgendwas brummt hier, aber trotzdem, die Lichter sind aus. Sieht so aus. Strom generell ist nicht. P. Beim Luke sind wir. Luke 1. Ah, Luke 1 hat das Ding gebaut. Das heißt, die Basis kommt aus dem Workshop. Dann ist es Fully Space. So, auch hier gibt es keinen Strom. Packen wir ein bisschen was rein. Oh, dann können wir nämlich hier auch Licht anmachen. Mit anderen Worten sind die Geschütze nicht richtig eingestellt. Kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt auf irgendwelche Viecher oder so schießen. Maybe. Gucken wir da rauf. Reicht das? Das scheint zu reichen. Gucken wir mal, auf was schießen denn die Geschütze hier? Machen wir an. Strom. Ah, die ballern anscheinend auf alles, was hier durch den Wald läuft. Ah, das war doch schon, ja. Okay. Dann gehen wir rein. Ja, der Vorraum. Wollen wir uns ein bisschen Luft ziehen. Hier können wir uns zur Not heilen. Oder unser Konto checken, wenn wir wollen. Gleich den Kern zu Füßen. Ja, Tanks und Kisten. Im rechten Seitenflügel. Ein bisschen Aussicht. Auch so eine schöne abgewichste Textur. Und so das Gefühl, dass das hier schon seit ewigen Jahren in ihr Bauch ist. Mir fehlen ein bisschen die Texturen hier. Die Kleinigkeiten. Der verkümmerte Garten. Auch tot jetzt. Dann laufen wir mal weiter. Dann haben wir doch einen kleinen Landeplatz, den ich nicht gesehen habe. Anscheinend, ja, hier hätte ich mich auch mit dem Floh hinstellen können. Egal, halb so wild. Ja, kaputte Scheibe. Aber so vom Konzept her auch schön. Also macht auch so einen kleinen modularen Eindruck hier, die Basis. Ja, noch eine Gartenanlage. Und hier geht es dann hoch. Aufs Dach. Okay. Also was ist denn nicht so schön, wenn das hier so rüberragt? Aber das kann sein, dass das nachträglich hinzugefügt wurde, weil es hier doch vielleicht ein bisschen abgeht auf dem Planeten. Wie gesagt, wir haben ja hier auch ein paar Nachbarn in der Gegend, die doch ab und zu mal vielleicht eine Drohne losschicken.
Kann ja alles sein. So, dort waren wir gewesen. Oh, hier steht nochmal Standardschiff. Hier geht es dann auch raus. Ja, wie gesagt, das Schiff kennen wir, brauchen wir uns nicht nochmal geben. Die Küche und ein Constructor, kleiner Generator hier hinten. Dahinter ist dann auch nichts weiter außer Scheibe. Jo. Sind wir rum? Kleine, aber feine Anlage. Keller war nicht, habe ich nicht gesehen jedenfalls. Machen wir den Strom auch aus, holen uns mal die Map und entfernen den letzten Marker. Ja, dann haben wir Ningwes auch abgearbeitet. Landen, hallo. Ja, man hat ein bisschen viel Schwung hier, dadurch, dass es so irgendwie keine Anziehungskraft gibt. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir ab. Na, da unten sind noch irgendwelche Bauten, aber wie gesagt, das sind POIs, das sind Gebäude, die vom Programm gesetzt wurden, die interessieren uns nicht so doll. Ich würde gerne die Sachen sehen, die von den Spielern gebaut wurden. Die Wanne steht im Orbit, ne? Ja, wir sind ja vor dem Planet geparkt, auf 1000 Meter oder irgendwie so. Und muss man ja noch überlegen, gerade wenn man mehrere Episoden so auf irgendeinem Planeten war. Letztlich habe ich jetzt, ich denke mal, über 6 Episoden hier. Das ist auch schon, mit anderen Worten, eine Woche her, dass ich meine Karre, meine Wanne hier irgendwo abgestellt habe. So. Ah, ist auch geil, oder? Das Blaue finde ich sehr cool. Fällt mir super gut. So, F6 haben wir irgendwo, ja, hinterm Planeten, 6 Kilometer. Na, gute Gelegenheit für den Zeitraffer. Was haben wir denn da? Ach, das ist der Admin Trading Post sozusagen, eine orbitale Station, die wir insofern auch kennen. Wo ist jetzt die Wanne? Da. Wo mir nur der Transporter angezeigt wird. Merkwürdig. 2 Schiffe, wenn ich jetzt hingucke, aber nur der Transporter wird angezeigt. Auch komisch. Was haben wir hier? Meteorit oder so? Moment, warum wird mir das nicht angezeigt? Ich hatte doch mit dem Map-Befehl mir das hier alle komplett aufdecken lassen. Und irgendwie ist dieses Schiff mir anscheinend durch die Lappen gegangen. Oder vielleicht hat es jemand nachträglich hingestellt. Wie auch immer, das ist auch ein Schiff, was wir kennen. Das müsste an und für sich auch bei dem Spiel selbst mit dabei sein. Kann ja sein, dass mir jemand folgt. Leute gucken das Let's Play. Ah, der Alte ist auf Ningwes. Fliegen wir mal hin. Machen Unsinn mit seiner Wanne. Hm, hat er schon erlebt. Und dann erinnern an meine Black Star, die pink gemalt wurde und so weiter alles. Drehen wir uns hier noch in die andere Richtung. Runter. So, dich parken wir richtig ein. Ja, viel Platz ist hier nicht, die Decke ist nicht so. Na, ja, volles Ballett. Alles piept nochmal, alles macht nochmal ein Geräusch. Warum auch nicht? Ja, dann gehen wir schon mal hier in diese Richtung und wählen uns das nächste Ziel aus. Wir haben ja im Grunde genommen schon fast alle gesehen hier. Was fehlt da noch? Es fehlt uns noch Aetes. Hier fehlt uns noch Sektor 62. Also ich habe angefangen, habe den kompletten Außenkreis gemacht und bin dann hier auf Mordica eingestiegen und habe mich dann hier so rumgearbeitet. Jetzt fehlt noch Sektor 62. Aetes und dann sind wir zu Hause auf Dalo Prime. Hauteria waren wir, Ovus waren wir, ja. Nächste Ziel, Sektor 62, ja. Erfasse ich schon mal und mache Feierabend. Fliegen wir das nächste Mal in die nächste Episode, verspreche ich euch. Hohoho. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloraid.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.